Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 521 von The Witcher 3 Wild Hunt, Part 146 im New Game Plus, auf dem Weg zu Plattenwein. Ich freue mich echt schon tierisch drauf und habe mich gerade verlaufen. Oh ne, wie dämlich, hallo. Oh, ich wollte gerade das Stück da starten. Wo muss ich denn da hin? Muss ich da hoch oder was? Sind die doof oder was? Was ist das für eine Wegfindung? Ne, die Wegfindung ist glaube ich in Ordnung. Ich bin einfach nur Schäl. Das kann auch sein. Ja, es ist sogar so. Weil hier geht's rein und dann ist das irgendwo direkt hier. So, wie gesagt, ich werde es nochmal betonen. Ich mache absichtlich jetzt Fehler, wenn ich denn Fehler machen kann. Ah, es hat mich nur irritiert, das Holzschneiden da. Die fragt mich, glaube ich, jetzt, welche Schauspieler, wer was machen soll und so weiter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ob ich das Stück aufführe oder nicht. Ich überlege mir mal, wie es so passt, wie wir es machen. Keine Ahnung. Und wenn sollte ich das Stück aufführen, werde ich absichtlich Fehler machen. Mal gucken, wie wir vorgehen. Da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Ja. Ach so, genau. Diese Jongleure habe ich jetzt nicht angeheuert. Es könnte natürlich auch sein, dass wir den Doppler so nicht bekommen. Dass vielleicht dadurch eine ganz andere Quest ausgelöst wird. Jetzt Stress hin oder her, dass ich eigentlich ein bisschen Gas geben muss. Das werden wir jetzt trotzdem halt eben so machen, weil ich möchte halt verschiedenste Optionen halt eben testen. Beim ersten Mal hat das eigentlich super funktioniert da mit dem Text und bla. Und behaupte ich mal, da kam es am Schluss zu einer kleinen Klopperei und wir konnten Dodo finden. Vielleicht wird er so sogar gar nicht darauf aufmerksam oder so. Keine Ahnung, wie das jetzt abläuft. Wir probieren es mal. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dodo zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Wer spielt den Hexer? Reden wir über die Prinzessin. Ich glaube, Hexer bin dann selbst ich. Gucken wir uns erstmal Prinzen und Prinzessin. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Aber Latrizza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bullière. Herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Boah, ich weiß nicht mehr, für wen ich mich damals entschieden habe. Ich glaube, diesmal hole ich mal Maxim. Ich glaube, ich habe mich für Abelard entschieden. Machen wir es mal mit Maxim. Besoffen klingt gut. Die Rolle, Maxim. Er hat gerade eine gute Phase. Vielleicht haben wir Glück. So, Prinzessin. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Spiel du die Prinzessin Priscilla, soll sie spielen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr, was ich gemacht habe. Hol mal Priscilla. Wahrscheinlich habe ich die gleiche Wahl damals auch getroffen. Aber die meisten Leute finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Gute Idee, ich bin kein Schauspieler, ich habe kein Talent. Sollen wir es mal so machen, dass sie wirklich einen ganz anderen auswählt und wir vielleicht nur im Publikum sitzen? Und wir gucken uns das ganze Spektakel mal an. Ich denke, hier hat jeder gewählt, dass er selbst das Schauspiel macht. Ich mach das jetzt mal. So wäre es natürlich witzig, ich könnte natürlich absoluten Schwachsinn die ganze Zeit anwählen. Ah, ich weiß es nicht, was wir machen sollen. Ach komm, ja genau. Ach, ja komm, ich mach's. Gute Idee. Ich erwarte keine stehenden Ovationen, aber Dodo wird mich sehen. Das ist die Hauptsache. Aber du strengst dich doch an, oder? Lernst wenigstens deinen Text? Natürlich. Ich gebe mein Bestes. Endlich habe ich die Besetzung. Verdient man hiermit gut, bis dann. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Ich bin bereit.
Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Schön, es gibt keine Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne. Sultan, was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Super geil. Geile Ansage von Sultan. Oh Mann. Das ist wirklich geil. Meine Damen und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine herzzerreißende Geschichte für euch. Der Titel: Die Errettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr den Publikumsliebling fern und nah, Maxime Bollière. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert, ey. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Des Monsters Braut soll meine Tochter nicht sein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Und deiner Königin Dank erntest du. Das Monster zu töten macht mir Spaß. Nur üble, ja, Mama, Spaß. Denn Monster zu töten, ja, das macht mir Spaß. Ich tue es daher ohne Sinn oder Maß. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Doch Jungfer und Monster, das darf nicht sein. Nein. Unterschiede kenne ich jetzt nicht, keine Ahnung. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht unter den Gästen, vielleicht verbirgt es sich. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Jetzt zeigt er sich mal nicht. Noch keine Wunde erkennbar. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen ist voller Heimlichkeit und Schmerzen. Heute ist Schluss damit. Werd meine Braut. Denn du bist die Schönste, die ich je angeschaut. Oh, Liebster, mein Ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Oh nein, dieser Wein ist mit Silber versehen. Nun muss ich mein monsterlich Wesen gestehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler, oh nein. Oh
Ja, falls sie ihn wirklich liebt. Sie liebt ihn und mag er auch. Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern schlechte Moral, sondern Bosheit im Herzen. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Doppler sind keine Monster. Wer Doppler nicht lieb hat... Wer Doppler nicht lieb hat, der ist nicht ganz dicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Ist das so geil? Ah, ja. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Cooler Spruch. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wird dabei weich. Kein Stress. Damals Doppler war doch... Doppler auf den Scheiterhaufen. Ah, doch. Verbrennt sie! Recht hat er. Hey, Schauspieler, kennt ihr die Gebote des ewigen Feuers nicht? Ketzer, man sollte ihnen Respekt vor dem Glauben einbläuen. Was faselt ihr da? Maul halten und klatschen, oder ich reiß euch neue Arschlöcher. Drohungen reichen nicht, um uns den Mund zu verbieten. Auch gut. Dann teste ich mal meinen Schlagring. Komm her. Würde ich sagen, mischen wir doch ein bisschen mit, oder? Ja, natürlich. Juhu. Dann kommen wir her. Erbruster Städtler. Ja, das war's wohl mit der Erbrustheit. So, was ist hier los? Bandit. Oh ja, zieh mir trotzdem noch so viele Lebenspunkte ab. Was geht denn ab mit euch? Bleibt mal ganz locker, bitte. Ganz locker und geschmeidig bleiben. So, Lebenspunkte. Hoi, hoi, hoi. So, ist da noch irgendwer erbrust? Nö. Der Spaß ist vorbei. Genau so ist es. Ja, es ist ja eigentlich noch ganz gut gelaufen dafür, dass ich versucht habe, Schwachsinn auszuwählen, aber es geht, glaube ich, gar nicht so. Also, es, ja klar, es wäre vielleicht doof, dann gut eine neue Quest noch einzustreuen, wenn das komplett in die Hose geht, wäre vielleicht auch gut. Vielleicht geht es ja, aber ich habe es anscheinend irgendwie noch ganz gut hinbekommen. Wer Doppler nicht lieb hat, das fand ich ja richtig geil. Ich glaube, so wird mein Titel. Der Titel der Folge. Richtig geil. So, wo soll ich jetzt hin? Hallo? Ah, hier. Sprich im Zimmer von Irina Rengard mit Dodo. Aber hier findest du ihn nicht. Doch, ziemlich genau hier. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dodo. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn, wie habt ihr es geschafft, Räuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Wie bist du nach dem Kampf bei Hurensohn entkommen? Warum hast du nicht Kontakt mit Priscilla aufgenommen? Warum hast du keinen Kontakt zu Priscilla oder den Schauspielern aufgenommen? Ich war bei einigen Vorstellungen, aber ich habe nicht gewagt, mich zu offenbaren. Ich hätte sie vielleicht in Gefahr gebracht.
Dann habe ich von dem neuen Schauspiel gehört und dachte, ich könnte irgendwas über Ciri und Rittersporn erfahren. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Zeig sie uns. Kein Bedarf. Ja, damals habe ich gesagt, zeig sie uns diesmal. Dann stand sie da und hat eine Wunde halt im Gesicht, genau wie Dudu. Nee, diesmal will ich das nicht sehen. Nein, kein Bedarf. Ich erkenne Ciri, wenn ich sie sehe. Bestimmt. Ich, dachte nur, du wüsstest vielleicht gern... Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Du wirst schon zurechtkommen. Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Niemand sonst weiß von Menges Tod. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand, außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! So geil. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen. Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben ihr Geld zurückverlangt. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Weltklasse. Wirklich wieder richtig geil. Ein Poet in Nöten, da haben wir die Quest doch schon. Ah, es ging ja dann doch schneller als erwartet, in Anführungszeichen. Was heißt erwartet? Oder so schnell wie erhofft, nennen wir es mal so. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das vielleicht ein bisschen, ja, jetzt noch doof laufen könnte. Aber dann werden wir das hier noch hinbekommen.
Das heißt, wir können morgen dann ganz gemütlich mit dem Add-on starten. In der Aufnahmepause, ich werde die Dinger jetzt gleich dann hochladen, also klar, die Quest noch machen, werde die Folgen dann noch hochladen und vielleicht werde ich in der Aufnahmepause, ja, bleibt mal alle ganz cool. Also gut, ich darf noch nicht so viel sagen, die Quest ist halt noch nicht gemacht, aber in der Aufnahmepause dann, also ich mache jetzt noch ein, zwei Parts, so, jetzt habe ich es aber gleich, ein, zwei Parts werde ich noch aufnehmen, dann ist ein Poetennöten, glaube ich, erledigt, das war nicht so lange Quest, wir mussten ihn da irgendwie befreien und so, es ging, glaube ich, relativ schnell, hoffe ich doch mal, dass das so war, und dann, wie gesagt, kann ich vielleicht in der Aufnahmepause noch ein bisschen leveln gehen, noch im Add-on-Gebiet, also im Hearts of Stone-Gebiet noch ein paar Gegner besiegen und so. Vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte machen, ich weiß nicht. Oder ich gehe direkt so ins neue Add-on Plattenwein. Wir sind ja eigentlich ganz gut unterwegs. Gucken wir uns einfach dann an. Ich werde mich jetzt mal aufmachen in Richtung dieser Quest. Per Schnellreise. Das war ja irgendwo in irgendeiner Schlucht. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part. Dann werden wir das machen. Ah, das ist hier vorne, okay. Und ich freue mich tierisch drauf und ich hoffe, dass wir es dann relativ schnell beendet bekommen. Dann kann ich noch arbeiten, schlafen und die Nacht loslegen mit Plattenwein. So hoffe ich, so wird es kommen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.